Seit Dezember letzten Jahres hat sich ein massiver Wissenszuwachs ergeben, was Omikron betrifft. Vieles hat gepasst, manches musste doch revidiert werden. Was unverändert geblieben ist, ist diese extrem hohe Infektiosität. Das heißt, wir erleben ja gerade jetzt Ende Jänner 2022 diese dramatischen Anstiege der Infektionen. Das hat sich auch in England, in Dänemark und in vielen anderen europäischen Ländern gezeigt. Was wir heute wissen, ist allerdings, dass Omikron deutlich weniger Hospitalisationen hervorruft. Das heißt, dass das Krankheitsbild doch wesentlich günstiger ist, als es in den vorigen Varianten gewesen ist, insbesondere was die Delta-Variante betrifft. Die Symptome sind etwas anders. Viel häufiger klagen Personen über Halsschmerzen, kratzigen Hals, über Symptome im Sinne einer Bronchitis, das heißt der oberen Luftwege. Und das widerspiegelt auch die neuen wissenschaftlichen Daten, die zeigen, dass sich Omikron vorwiegend in den oberen Atemwegen vermehrt und weniger in den tiefen Lungenabschnitten, wo die Delta-Variante diese schweren respiratorischen Symptome gemacht hat. Insgesamt, wie gesagt, die Hospitalisationsraten deutlich niedriger, die Kliniken werden nicht so überlastet, zumindest nicht mit Intensivpatienten so überlastet, wie das die vorigen Varianten getan haben. Auch die Rate an Intensivstationsaufnahmen, an Beatmungsnotwendigkeiten und auch die Mortalitätsraten sind deutlich niedriger. Die klinischen Symptome von Omikron, die wie gesagt eher im oberen Respirationstrakt zu finden sind, Schnupfen, kratziger Hals, Halsschmerzen, sind nicht unterscheidbar von anderen banalen Infektionen, auch nicht von der Influenza. Das ist eine gewisse Problematik, vor der wir derzeit stehen. Das ist mit letztendlich auch der Grund, warum allen wirklich dringend auch empfohlen wird, die Influenza-Impfung auch jetzt gegebenenfalls noch nachzuholen. Auch über die Wirksamkeit der Impfungen haben wir jetzt schon gute Daten, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich. Wir wissen in der Zwischenzeit sehr gut, dass zwei Impfungen, die länger als 4-5 Monate zurückliegen, praktisch die Wirksamkeit verschwunden ist. 10-30% Wirksamkeit im Feld. Aber, und das ist die gute Nachricht, die dritte Impfung wirkt doch auch bei Omikron sehr gut. Die dritte Impfung bringt einen sehr guten Impfschutz wieder, der bei etwa 80-85% liegt. Das heißt, zwei Impfungen reichen definitiv nicht aus für einen Impfschutz, aber die dritte Impfung gibt einen sehr, sehr guten Schutz auch gegen Omikron. Insbesondere was natürlich die Verhinderung von schweren Infektionen betrifft und Krankenhausaufnahmen betrifft. Auch eine gute Nachricht ist, dass die Schutzwirkung bei der dritten Impfung deutlich früher einsetzt als bei den Impfungen zuvor. Bei der ersten und zweiten Impfung haben wir einen Abstand von mindestens 14 Tage bis 3 Wochen gekannt, bis die Wirkung einsetzt. Bei der dritten Impfung ist das deutlich schneller. Das heißt, holen Sie sich jetzt noch die dritte Impfung, sie schützt Sie auch noch vor der derzeitigen Omikron-Welle. In Großbritannien und einigen anderen Ländern, unter anderem auch in Österreich, in den Abwasseruntersuchungen, konnte eine Unterlinie von Omikron nun festgestellt werden, BA.2. Ob diese Unterlinie noch infektiöser ist als BA.1, das ist momentan nicht klar. Aber es sieht so aus, als würde diese Linie in Großbritannien und in anderen Ländern die BA.1-Linie verdrängen. Wir wissen auch noch nicht sehr viel über die krankmachenden Eigenschaften dieser Sublinie. Wie sich die Situation derzeit darstellt, dürfte auch die BA2-Sublinie nicht mehr krankmachend sein als die BA1. Ob die BA2-Linie die BA1-Linie verdrängen wird, das ist momentan nicht klar. In jedem Fall dürfte aber die Impfung, die dritte Impfung, auch gegen die BA2-Linie sehr gut wirksam sein. Daten aus einigen Ländern, England, Dänemark, zeigen, dass gerade in der Omikron-Welle sehr viele Kinder bis zum 5. Lebensjahr betroffen sind. Sie zeigen die höchsten Infektionsraten. Das dürfte dadurch bedingt sein, dass Kinder in diesem Lebensalter natürlich nicht geimpft sind und damit besonders empfänglich für Omikron sind.
Derzeit gibt es keine Hinweise, dass diese Kinder besonders schwer erkranken würden. Da wir in dieser Altersgruppe keine Impfung haben, sind es insbesondere nicht pharmakologische Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten, lüften, die die einzigen Möglichkeiten momentan sind, um in dieser Altersgruppe eine Infektion zu verhindern. Die ersten Daten zu Impfungen bei Kindern unter 5 Jahren wurden vor wenigen Tagen vorgestellt. Es zeigte sich, dass leider Gottes gerade bei den 2- bis 5-Jährigen die Wirksamkeit und die Immunantwort doch deutlich schlechter ist als erwartet. Daher wurde eine dritte Impfung in das Studienprotokoll eingeführt und leider Gottes müssen wir weiter warten auf sichere, gute Daten, was die Impfung in dieser Altersgruppe betrifft. Die Daten werden erwartet für März, April. Bis dahin sind es nur Maßnahmen, Maske tragen, lüften, Abstand halten, mit denen wir diese Kinder und diese Altersgruppe schützen können.